Jeder hat sich so nach und nach sein Eigenheim hingestellt. Das ist ganz groß aufgezogen. Da war nichts mehr drin mit Sack Zement. Im Kofferraum, da wurde lastwagenweise weggeschafft. Nach einer gewissen Zeit hatten wir alle nichts mehr zu sagen. Da war nichts mehr drin für uns. Ich habe zwar ein paar Mal gegen gemeckert, aber der hat immer nur gesagt, ich könnte ihn anzeigen, wenn ich meine, da 10% zu wenig sind für uns fünf. Aber dann gäbe eine Retourkutsche, hat er gesagt. Ich müsste mir klar darüber sein, dass wir mehr verlieren als er. Also Sie meinen, Herr Dr. Lippert, ja, es dass wenn sich Sie nach eingehenden Untersuchungen einwandfrei um absichtsvolle Tötung. Der Tod wurde durch den Sturz verursacht. Na, ist ja kein Wunder bei der Höhe, wenn Gesicht Sie mal da gewesen wären. Aufgeschlagen, aber bei der Obduzierung haben wir einen Bluterguss im Rücken festgestellt. Vierte und fünfte Rippe links sind angebrochen. Ein kraftvoller Stoß mit einem chronischen Gegenstand.